Ah, Alter! Hallo, meine lieben Kamikaze-Enten. Wir sind heute wieder in einem Lost Place unterwegs und mit dabei ist die Jakita. Jakita ist eine Lost Place-YouTuberin. Placerin, ne? Nee, und nicht nur. Also auch so Outdoor. Auch so Outdoor. Also coole Sachen. Und unten in der Videobeschreibung ist natürlich ihr Kanal verlinkt. Unbedingt vorbeischauen und grüßen von mir. Und da ist noch die Denise, die ist auch dabei. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Eine Schlachterei. Also bis gleich. Wir gucken jetzt mal hier rum. Sie wurde schon ganz schön randaliert. Wir gucken jetzt mal, was die Jakita macht. Ich glaube, die sind schon eine Etage höher. Aber da oben ist, glaube ich, nicht. Also da hinten geht es auf jeden Fall in die Eingangshalle. Also ich bin ja mehr gespannt auf die Verarbeitungsanlagen, ob wir da reinkommen. Auch mega. Ein paar Fleischhaken. Richtig, richtig. Guck mal das Licht an. Da hast du es gehört? Ich hab's nicht gehört. Guck mal her. Sag mal jetzt. Hallo? Ich denke, es kommt von unten, ne? Wir gehen dem Geräusch mal auf die Spur. Wir gehen jetzt mal nach unten in die Katakomben. Hier ist Licht an. Also hier ist wirklich noch Strom. Und hier kommen wir in die Eingangs-, in die Verarbeitungshallen, glaube ich. Oh. Oh, oh. Hast du ein bisschen Lust auf Grusel? Ja. Dann komm. Ja doch, das muss ja. Das kann doch nicht sein, es ist seit 4 Jahren geschlossen. Läuft doch nicht so. Wenn keiner den Strom schaltet. Guck mal, hier ist offen. Und da geht's auch weiter. Was? Warum soll es in die Luft gehen? Das ist die Heizung, glaube ich. Oder? Guck mal, hier wurden Tiere verarbeitet, glaube ich, oder? Guck mal. Schwarzbereich. Ach du Scheiße. Also hier kommt man zurück auch. Warte mal, kommt man wirklich zurück? Ja, es geht vor uns zurück, guck. Okay. Du hast eben irgendwas erzählt von, na, was hier passiert ist? Ja. Was denn? Die haben damals, diese Firma hat sich damals Fleisch aus dem Ausland importieren lassen und hat das umetikettiert. Und das ist ja absolut verboten und das kam dann halt raus und dadurch mussten die diesen Betrieb schließen. Oh, Kriminelle, Mafia, Methoden. Oh, voll die Spinnweb. Oh, wie eklig. Oh. Ah, da fliegt auch irgendwas. Ein Drehkreuz wieder. Jetzt auch vor uns zurück. Nein. Fuck. Nein, nein, das ist. Das ist nur ein Alarm, wenn du da stecken bleibst. Oh, also. Scheiße. Oh Gott. Weil der steht noch unter Strom. Und wenn du da zwischenklemmst, hast du gesehen, der ist dann ein Stück automatisch zurückgefahren. Ach so. Scheiße. Wir sind jetzt hier in einem Bürotrakt von der Fleischerei. Ne, nicht Fleischerei. Doch, Schlachterei. Ja. Ist wahrscheinlich ziemlich groß. Ich glaube, das war auch ziemlich viele Etagen, ne? Sieht so aus. Also ich meine, von draußen irgendwie waren bestimmt 4 oder 5, oder? Boah, riecht das hier komisch. Ja, ich riech's auch. Das ist wahrscheinlich diese Matten. Nee, ist auch Schimmel, guck. Ganz viel Schimmel. Schimmelgefahr. Ich glaub, das ist bestimmt irgendwo runter. Nur da. Obwohl, der ganze Boden ist feucht. Ja.
Oh, da, ach oh, guck mal, das ist ja krass. Von Schimmel zerfressen. Oder dass da vielleicht, dass die ausgelaufen sind sogar? Nee, guck mal, die sind doch ausgelaufen hier. Da hat jemand die Rohre geklaut. Die sind aus Kupfer. Ach. Ja, die Kupferdiebe, die machen damit so einen Schaden in so Gebäuden. Das ist der Wahnsinn. Ja, Tatsache, überall. Also wahrscheinlich auch auf jeder Etage. Die werden wahrscheinlich hier wirklich sehr lange beschäftigt gewesen sein. Vielleicht ist deswegen auch der Strom angewiesen. Dass es gar nicht irgendwelche Lost Placer oder so waren, sondern wirklich, ja, Kupferdiebe. So, wir haben da was Kurioses gefunden, und zwar einen richtig dicken Safe. Ihr seht, wenn ihr hier reinkommt, der ist richtig massiv. Also, das ist eine riesen Safe-Tür. Guckt euch das mal an. Wahnsinn, ja. Also hier ist jetzt richtig krass, die haben wahrscheinlich die Rinderhälften gehangen. Okay, hier. Ach, das ist die Anlieferung hier. Ich denke mal, das ist nur der Kühlraum, der wird angeliefert. Ach, da geht es auch weiter. Also werden wahrscheinlich hier dann, denke ich mal, was angeliefert wird, erstmal gelagert. Da kannst du auch gucken, das ist ein Tor. Ich muss den Jakita vorlassen, der hat so ein geiles Licht. Boah, das ist eine riesen Falle. Ach du Scheiße. Oha. Kannst du das schätzen, wie viel Quadrat? Nee. Boah. Echo! Da sind echt diese Strahler, ne? Die sind echt, boah. Warte mal, boah, das sind Häuser. Voller Blut nachher. Ja, das ist wirklich Blut. Meinst du? Nein, das ist Rost. Ja, krass. Aber da hinten steht sogar noch eine Palette. Soll ich mal gucken gehen? Guck mal, hier auch. Meinst du, das ist Fleisch? Das wäre auch mit unten ein Seelenladen. Oh, mein Licht ist so, ey, scheiße. Ey, hier sind echt Fleischreste drin. Doch. Ich schwöre. Ja, das ist hier. Das ist schon mumifiziert. Boah, jetzt riecht es auch durch die Maske. Boah, wie heftig. Ey Leute, seht ihr das? Das sind, ohne Scheiß, das sind alte Fleischreste. Guck mal, da hängt auch eine Packung, was die hergestellt haben, oder? Du musst aufpassen, das Nacken entscheiden. Leute, das ist Nacken entscheiden. Ja, das ist echt ein bisschen, aber wir haben hier... Boah, voll die Spinnen. Boah, wie viele Kühlräume einfach. Ah, Alter! Oh, endlich. Mann! Das die haben mich zu Tode erschreckt. Habt ihr das Fleisch gesehen? Und habt ihr schon rausbekommen... Ach. Das ist hier so ein. Hier wurde nämlich schon zugeschnitten, ne? Das ist so eine Schneidestation, ne, oder? Oh, das sind da so rutschig. Stimmt, so Tierfette, ja. Guck mal, hier geht direkt bergsteigen, die Jakita. Fängst du hier an zu arbeiten? Wir sind jetzt in der Gewürzmischungslagerhalle wahrscheinlich. Also hier wurden die ganzen Gewürze aufgehoben oder Marinaden. Ihr seht hier Speisesalz, hier Nitritpökelsalz, hier Lakewürze rustikal. Also hier wurde alles, das riecht man auch. Ne? Ja. Das ist ganz cool eigentlich irgendwie. Also das ist bis jetzt der angenehmste Raum hier. Und hier ist das Trafo-Häuschen, könnte man sagen. Hier ist echt alles, das ist der Wahnsinn eigentlich. Hochspannung, Lebensgefahr. Hier ist ja auch noch, wie ihr seht, Strom.
Man weiß nicht, ob wirklich vielleicht sogar, ich meine, wahrscheinlich würden die brummen, wenn die an sind, ne, oder? Was meinst du? Meinst du, die würden brummen, wenn die an wären? Stimmt. Ja. Naja, ich denke mal, das ist nur der normale Strom und das hier ist wirklich für den Starkstrom, den die brauchen, für die Verarbeitung und alles. Und der ist wahrscheinlich aus. Guck mal, meinst du, man wurde geerdet, falls man da rein muss? Ja, ja. Und das ist hier eine Schwachkraft. Normalerweise. Spannungsprüfer. So, weil du damit auch einen Deck kippen kannst. Okay. Krass. Ach, wahrscheinlich, das hört sich jetzt wirklich böse an, aber wahrscheinlich braucht man den Starkstrom auch. Die Tiere werden damit ja auch getötet, ne? Teilweise, oder? Also bei Hühnern, weiß ich, ist es so. Hühner werden teilweise unter Stromwasser gezogen, so durchgezogen. Ja. Hm? Bei Schweinen und so weiß ich nicht, weil ich vermute, dass hier Schweine hauptsächlich, weil da hinten die Türen für die Tiere, die waren alle sehr klein. Ah. Brauchst du eine Sicherung? Eigentlich sind Widerstände und so, ne? Nee, Sicherung. Oh. Guck mal, wie viel Strom brauchst du, damit die durchbrennt? Mehr als 35 Ampere und 500 Volt. Wie kommen jetzt wieder rein? Oh, müssen wir warten, bis die wiederkommen. Mann, ich habe irgendwie gerade die Tür zufallen lassen und zum Glück sind wir mehrere. Ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr wirklich so an so Orte geht. Guckt mal, die geht da auf, aber da nicht mehr, also von innen nicht mehr. Ich nehme mal hier den Feuerlöscher runter, dann kann man den dazwischen stellen nachher. Vor allem, das ist echt noch ein Lost Place, der ist eigentlich noch sehr unberührt. Also so Sachen sind normalerweise, guck mal, hier sind keine Graffitis, noch nicht ausgeschlachtet komplett und so, also. War alles computergesteuert. Ich sag mal, hier waren schon Leute, aber jetzt nicht wirklich die schlimmsten. Geht's da noch weiter? Ja, ja. Und? Pizzalan dazu. Ach, guck mal, hier ist ein Verteilersystem von irgendwas. Klimaanlage. Was? Ja. Echt? Ja, steht drauf. Chemie, damit sich immer kühl ist. Ich muss halt auf der Straße stehen. Bisher sind die Platten. Oh, da gehe ich nicht drauf. Ich auch nicht. Ah. Ich wiege an die 100 Kilo. Das traue ich mich. Ja, das traue ich mich nicht. Ich vertraue dem Boden nicht so. Ja, wir sind fertig und ich muss sagen, das ist eins der besten Lost Places gewesen, die ich bis jetzt besucht hatte. Oder nein, ist dank Jakita. Also unbedingt bei ihr auf dem Kanal vorbeischauen. Ist wirklich, vor allem ist es unberührt gewesen. Richtig gut. Deswegen bleibt die Location auch geheim. Seid mir nicht böse. Schaut unbedingt auch noch die anderen Lost Places. Die habe ich euch verlinkt. Einmal links, einmal rechts könnt ihr anklicken. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Ciao.